Willkommen zurück zu Stardew Valley. So, Nebengurkenparadies. Oh, ich hab einen Brief. Eieiei, keine einzige Seegurke mehr. Autsch. Das ist das Festival, auf was ich warte. Ab morgen dockt eine reisende Händlerflotte in Pelikan an. Sie kommen wegen des jährlichen Nachtmarkts. Der Markt beginnt um 17 Uhr und läuft die nächsten 3 Tage. Wenn du dabei sein willst, geh nach 17 Uhr zum Strand. Es gibt gratis Kaffee. Jasmin, das ist das, auf das du seit Anfang des Jahres wartest. Ich gucke erstmal Fernsehen. Oh, Fernsehen. An guten Tagen habe ich ein paar nützliche Sachen in den Mülleimer gefunden. Manchmal findet man hinter der Kneipe auch das Gericht des Tages. Frisch sogar. Für den Nachtisch sehe ich bei Familie Mulner im Mülleimer nach. Schätze gibt es beim Schmied und im Museum. Aha. Ein Guide zum Müllgammeln. Nice. Hey Leute, ich bin's wieder, eure Königin der Soßen. Seid ihr gespannt, was diese Woche das Rezept ist? Ich verrate es euch. Es ist Schokoladentorte. Gibt es einen besseren Weg, diese kalten Winternächte zu verbringen, als sich durch einen üppigen Berg an Schokolade zu buddeln? Mit meiner Hilfe bist du auf dem besten Weg, die feinste Torte zu schaffen, die du je gesehen hast. Also, du brauchst erstmal eine ganze Menge Zucker, soweit klar, ne? Danach ist schon fertig. Ich weiß jetzt, man braucht ganz viel Zucker, danach hat man Schokotorte. So, was mache ich mit diesem ollen Brötchen hier? Es gibt auch was zu ernten, falls sie ernten. Ja, ernten. Das soll Level 2 werden, da drin. Ich glaube, das, was Timo gerade zum Ernten anbietet, ist Sammeln. Oh, es gibt was zum Sammeln. Vielleicht kann man nachgucken. Ich bin Level 2 in Farming und Level 2 in Foraging. Okay, offensichtlich war schon jemand schneller. Ist alles weg? Gelevelt. Ja, ich glaube. Jetzt kannst du wieder Wintersaat machen. Wo soll das Zeug in welche Kiste? In Bären? Alles in die Community-Kiste, weil dann kann Alex Dings draus bauen. Neue Saat. Leute, soll ich einen Köder für 900 kaufen? Ja. Das ist doch mega gut. Oh, ein neues Küken ist geschlüpft. Es sieht merkwürdig aus. Oh, das ist bestimmt das Void-Egg, ne? Precourt! Geiler Name. Also, es gibt Köder, Steinboden, Supermahlzeit, Schatzjäger, Tulpe, Kristallboden, Kupferbarren, großes Ei, Pastinakensaat, wilder Meretisch, Spitzen. Das will ich auch wieder alles nicht haben. Cute. Bring mal Äpfel mit. Ja, winkt doch so. Grrr. Also gut, Wintersaat machen. Habe ich gehört. Precourt. Oh, Precourt müssen wir uns auch angucken. Das kommt vor. Wo war denn der Stall nochmal? Der war links, ne? Da, wo die Melkgeräusche herkommen. Okay, ich folge den Melkgeräuschen. Und werde hier schon wieder die Tür nicht zugemacht. Ist das der Stall hier links? Der rechte. Der rechte. So, also ein Dino, der sieht normal aus. Wie so ein Dino halt aussieht. Schalbert. Zuzono, nee, das ist doch der Dino. Pupo. Fraley. Ah, hier ist Precourt. Precourt scheint neugierig, aber ein wenig vorsichtig. Precourt ist übrigens ein Weibchen. Sie gewöhnt sich an ihr neues Zuhause. Für 252 Gold verkaufen, check. Zackabu. Kind von Precourt wird dann Kurt oder was? Das ist aber auch ein Weibchen. Hm. Und das Kind danach wird Postcourt. So, ich habe doch bestimmt was vorgehabt heute.
Wintersaat, so war das, genau. In der Community-Kiste. Ich könnte nicht mehr einen Hexenhut nähen. Ach nee, geht ja noch gar nicht. Mist. Toll. Dafür schicken die mich los, Wintersaat zu machen. Ich glaub's nicht. Hat sich nicht gelohnt. Was denn eins? Zwei. Also, da kommen ja dann 20 bei raus, aber naja. Hä? So, heute pflanze ich die selber. Wo kam der Krokus her? Alex ist weggelaufen, ich wollte ihm die Sachen eigentlich geben. So. Hast du geguckt, ob in den anderen Kisten noch Reste sind? Wir haben ja jetzt nur da reingetan, was wir geerntet haben. Ich habe nirgendwo geguckt. Ich dachte, das ist jetzt ins Community Center Kistending sortiert worden. Alles, was wir geerntet haben, ja. Also nochmal von vorne. Wird das gerade. Noch ein Krokus brauchst, ich habe gerade einen gefunden. Aber wir haben keine Winterbeeren mehr, also musst du nicht weitermachen. Dann dann gehe ich jetzt in die Mine. Tschüss! Das für eine blöde Etage. Mhm. Kein Erz und keine Fasern. Mhm. Und keine Gegner. Hier sieht's schon ein bisschen besser aus. Oh, eine geheime Notiz. Alex, Diät für sein Krafttraining. Hey, nicht verraten, meine gute Diät. Erstens volles Frühstück. Zweitens Lachsmahlzeit. Langsam liebe ich dieses Essen. Ich spüre das Eiweiß richtig. Also ich bin auf Etage 25 gegangen, weil Konrad noch Stuff zu tun hatte, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, komm nicht nach. Hast du schon Baumdünger gemacht? Soll ich Baumdünger machen? Wurde nicht bestellt. Ich dachte, dafür sammeln wir. Ja, stimmt, dafür sammeln wir, ne? Aber kannst du auch noch für morgen machen. Stell dir mal dahin, wo der Trommelblock war. Ja. Toll. Ich weiß ja nicht. Dann will ich lieber meinen Trommelblock wieder haben. Ist nicht. Jetzt habe ich auch die Nachricht mit dem Busch bekommen. Die Notiz? Ja. Ja, die armen. Oh, eine Omnigeode. Da freut sich irgendwer drüber. Hm. Arme Mani und Louis. Der Fischteich freut sich bestimmt drüber. Brauchen wir noch Omnigeoden für den Fischteich? Ich glaube, den Einstörteich müssen wir damit nochmal aufnehmen. Okay, sauber. Ich fühle mir den nützlich. Kann passieren.
Also entweder braucht eine oder zwei oder ein anderes Item für die Stufe, glaube ich. Na gut, dann fühle ich mich erstmal nur vorsichtig nützlich. Aber vielleicht auch nochmal für den Lava-Teich. Da scheitert es ja schon am Basalt. Ja, haben wir jemals Basalt gehabt? Ja, es wurde gespendet. Ach, das ist so ein Artefakt-Ding, alles klar. Irgendwie ist bei mir keine Kohle mehr in diesen Dingern. Wo sonst immer Kohle drin war. Kann mir das jemand erklären, warum das so ist? Beim Haus ist in der Heiligen. In der Ressourcenkiste. In der Eisenkiste, was? Nee, in der Ressourcenkiste. Ja, das ist der Unterschied. Ich hab's in die das Eisen drin rein. Genau, aber ich hab's gerade in die Ressourcenkiste geräumt. Wieder Aquamarin. Aquamarin habe ich immer das Gefühl, das ist irgendwas Besonderes. Uhr, oh mein Gott. Krass. Welche Fische darf man jetzt gerade nicht verkaufen? Seegurken. Ich hab die legendären Fische, weiß ich nicht, was wir bedachten wollten. Ich hab Seegurken in eine Kiste getan und ich hab Squids und Störe in meinem Inventar. Okay. Baumsaat in die Saatkiste gelegt. Check. Baumdünger, wie auch immer das Zeug heißt. Und es ist 1.30 Uhr. Kinderchen, ab ins Bett mit euch. Ach ja, Schokotorte hatte ich schon. Sauber. Also Konrad, ich habe Baumdünger in die Saatkiste-Dings getan. Und ab morgen geht das Nachtmarkt-Festival-Zeug für 3 Tage los, richtig? Ab 17 Uhr. Das wird spannend, das gucken wir uns an. Bestimmt mindestens an einem Tag. Level 2 Foraging.
Sehr schön. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.